Hallo Leute, die nächste Runde Bushcraft hat begonnen und wie ihr seht, es geht ganz schön steil bergab. Dieses Mal begleitet mich, ihr werdet es kaum glauben, Cheerio! Alibaba ist mit am Start. Und Howdy! Oh Gott, ich bin fertig hier. Haben schon 10 Kilometer hinter uns. Und stellt euch mal folgende Situation vor. Schon wieder verlaufen. Aber schaut euch mal diesen Boden an. Da können wir nicht einfach so schlafen. Das heißt, wir müssen uns ein Hochbett bauen. Und das ist heute die Aufgabe. Ist es möglich, in diesen Gefilden ein Hochbett zu errichten und zu zweit auf einem Hochbett zu übernachten? Wir probieren es aus. So. Und jetzt sind wir erstmal noch auf Suche nach einer geeigneten Location. Heute sind wir im dichten Fichtendickicht unterwegs, wie ihr seht. So, wir haben jetzt unseren Spot gefunden, schön ebenerdig. Und da, wo Alibaba jetzt steht, wollen wir das Hochbett bauen mit dem Tarp oben drüber. So, und es geht natürlich wie immer los mit erstmal wieder Holz sammeln. Ja, dann machen wir den hier hoch. Also ich bin jetzt auf der Suche nach Steinen, die ein bisschen hochstapeln können, damit wir uns eine schöne Feuerstelle bauen können. Weil wir wollen ja noch ein Reh schießen oder ein Wildschwein fangen. Oder was auch immer uns vor das Messer läuft. Dieser Weg. Ja, da finde ich mal Steinchen. Hier überall. So, einen kleinen Haufen gebaut, den größten nach unten, damit ich die vielen kleinen wegbekomme. Oh, jetzt laufe ich die 10 Kilometer Richtung Lager. Und hoffe, dass mich kein Wildschwein überfällt. Oder der Steinbeißer. Und meine leckeren Steine haben möchte. So, hab's gleich geschafft. Unser Lager. Alibaba hebt die Feuerstelle aus und hier wird das auch langsam schon. Durch hier. Jetzt kommen wir nämlich auf festes Gestein, hier, dass der ganze Scheiß anbrennt. Aber die Hacke ist gut, ne? War eine gute Idee. Und hier drüben, das sind die Latten fürs Hochbett. Es ist tierischer Sackgang, weil diese Fichtendinger Millionen Äste dran haben. Ihr seht, tausendmal musst du hier diese Äste abmachen. Oh, Sackgang. Aber dafür sind sie alle gerade. So, das Grundgerüst ist fertig. Das Grundloch. Was gibt es bei Ihnen? Mir gibt es Jus Wap Jus. Alibaba hat nicht. Du bist so scheiße. So, Kaffee ist vorbei. Geht weiter mit Holz holen. Oh. Mittagsweise ist rund. So haben wir wieder eine. Guckt euch die Arbeit an.
Die Dinger sehen aus, wie man die entgratet hat. Das ist logisch. Das Ding wäre natürlich mega. Schön, das ist die obere Spitze abgekracht. Du Eimer. Yeah! Man muss schon so weit wie das Holz, ne? So, wir sind jetzt hier dabei schon, das Hochbett fertigzustellen. Wir haben jetzt hier hinten noch die Angel-Dinger hingemacht. Jetzt schiebt man die einfach nach. Jetzt tun wir das noch mit Schnur machen und dann passt das! Costa, was kostet das? Costa Rica! Costa Rica! So! Wir haben jetzt noch abgegradet an der Seite, damit wir eine schöne Kante haben. Und meine nehmen wir dann Lenzjacke so. Ein Stückel nach da, genau. Wo sind deine? Ja. Die ja bei wie viel Grad gewaschen hat und dann eingegangen ist. 77 Grad gewaschen. Oh. Schuhe aus! Oh, ist das hart? Aber nee, da kommt doch noch der Luma-Draht drauf. Naja, wenn die Luftmatratze noch drauf ist, denke ich mal. Das passt. Das wirst du. Oh. Ja, das wird schon was. Das wird was. Genau in im Rücken. So, es ist soweit. Es ist errichtet. Tada. Alibaba. Ah, it's Bibo time. Ja, es sieht schon sehr cool aus jetzt hier mit dem Tarp. Definitiv. Und hat einen schönen, bei Ikea war noch gewesen, hat einen schönen Naturtisch. Genau. Hat er hier noch geholt. The wood style. Für Oschis hat er gesagt. Na, hier sieht er ganz gut aus. Findet man doch bestimmt ein bisschen was. Von ungefähr 20 cm. Und wir liegen nicht auf dem Waldboden bei dem ganzen Viehzeug. Aber dafür ist in den Holz jede Menge Viehzeug. Fragt euch nicht. Alibaba hat anscheinend zu viel MacGyver geguckt. Er will aus einem Audio-Boxenkabel einen Drehgrill konstruieren. Ich bin gespannt. So, wir haben ja einen letzten Wildschwein gefangen. Dabei stellt sich quasi die Herausforderung, das Fleisch
gar zu machen. Und wir haben natürlich jetzt kein Rost mit, kein Grill mit, kein Ofen mit. Aber ein schönes Stück Kabel. Das ist das Grundgerüst. Cheers. Bitte. Also die Idee ist ja geil. Kannst du mal bitte Harfe spielen? Sing with you tonight. Oh Mann. Und ich kann wieder die Zwiebeln schneiden. Ich hab's. Ja, er hat's geschafft. Nach 10 Minuten. Schmecker, schmecker. Sieht uns euch nicht reinfallen. Also die Rips, die sind mitten in der Flamme. Man kann sagen, was man will. Alibaba, sein Grill hat funktioniert. Oh, wow. Ja. Also okay. Es ist grenzt. Es ist grenzt. Nach anderthalb Stunden haben wir es geschafft. Ricky macht noch letzte Nacharbeiten für die Nacht. So, also wir können sagen, dass man ein Hochbett innerhalb von einem Tag zur Übernachtung bauen kann, um den aufgewühlten Erdschlamm zu entkommen. Gebraucht haben wir an Stunden ungefähr 5. Von um 11 bis um 4 ungefähr ist realistisch. Ja, 5 Stunden. Das Schlimmste daran war, die Latten zusammenzutragen zum Draufliegen, weil die mussten alle entgratet werden und von den Ästen runter. Aber wie ihr seht, es ist möglich und ich persönlich finde das auch ziemlich cool gebaut, dafür, dass ich das erste Mal gebaut habe. Ja, Alibaba hat die Feuerstelle ausgehoben. Ja. Wie war die Nacht, Alibaba? Also, Thema. Hartes Pflaster. Das Gesicht sagt alles und die Frisur. So, das war's schon wieder für diese Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir ein Hochbett bauen und die Nacht überlebt haben. Wenn ihr noch Ideen habt für andere Projekte, dann rein in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sagen Cheerio! Schweinebacke! Vergesst nicht, den Daumen zu abonnieren!